Filmst du? Ja. Hallo und herzlich willkommen. Heute Tag 2 mit unserer Limousine Low Budget. Oder das Low Budget Projekt. Ja. Ja, wie gestern gesehen oder halt wie in der letzten Folge oder ja, letzten genau. Teil gesehen, haben wir die Hinterachs ausgebaut. Die liegt jetzt erstmal da drunter. Die muss ich jetzt erstmal fertig zerlegen. Das werden wir hoffentlich filmen können. Wenn es nämlich nicht geht, wirklich nicht geht, dann muss ich es in der Arbeit machen. Dann kann ich leider nichts filmen. Dann bauen wir halt neu. Dann zeigen wir halt, wie wir es strahlen vielleicht noch. Grob, weil im Endeffekt sieht man da auch nicht viel. Und dann bauen wir sie halt ein. Ja, aber das zu dem Thema, was jetzt auch noch gestern blöd war, ist ja, dass uns eine Schraube abgerissen ist vom Längslenker, die ich die Tage jetzt ausbohren werde, hoffentlich ohne Komplikationen. Bleibt mir nichts anderes übrig, ist leider so. Ja, und das andere dann auch noch gestern zu unserem Tag war... Die Limousine steht da. Ja, die Limousine meiner Freundin steht hier. Obwohl sie in der Arbeit ist. Warum das Ganze? Weil sie gestern mich angerufen hat, wie sie auf Arbeit war, wollte heimfahren. Konnte sie das Auto auf Zündungsstufe 2 stellen. Aber nicht mehr aus. So, und dann halt durch lauter hin und her ist sie halt das Auto auch noch verreckt. Wie es halt so ist im Ganzen. Ja, und dann stand sie dort. Zündungsstufe 2 war an. Zündschluss hat sich nicht mehr drehen lassen. Toll. Ja. Kurzerhand ist mein Bruder und ich dann dahin gefahren mit dem 2.8er. Haben wir die untere Verkleidung weggenommen unterm Lenkrad. Haben das Kunststoffteil, wo hinten die Elektrik seit. Ja, hier. Genau hier rechts. Haben wir das halt abgeschraubt. Die Kenner wissen warum. Müssen wir jetzt glaube ich ein letztes Detail sagen, weil das ist das kaputte. Mhm. Also hier ist das kaputte Teil. Warum? Hier ist ein normales Zündschloss hinten, kennt jeder, wo sowas schon mal gemacht hat. Hier hinten ist eigentlich das war nämlich jetzt unser ausschlagender Grund, warum es nicht mehr ging. Hier hinten ist eigentlich so ein Mechanismus, der das Lenkradschloss reinmacht. Und da ist hier innen, die Nase ist eingelaufen und hat dann sich so verhakt, dass es sich nicht mehr vorwärts wie rückwärts drehen lassen hat, das Schloss. Ja gut. Habe ich heute früh rausgefunden, weil ich heute schon seit, keine Ahnung wie lange, da drüber gedüftelt habe. Wir haben jetzt trotzdem das raus, weil im Endeffekt jetzt das Schloss permanent drehen. Wollen wir ja nicht. Haben wir jetzt vom Schlachtkompakt, wo wir neulich geschlachtet haben. Zum Glück habe ich es ausgebaut. Zum Glück hast du es ausgebaut. Haben wir jetzt da eingebaut. Und wie man sieht, Lenkrad alles wieder drin. Funktioniert auch farblos. Man merkt auch wirklich, das Zündschloss geht viel schöner. Ja, man sagt straffer, nicht so ausgelutscht. Auf jeden Fall sind wir schon mal froh, dass das Zündschloss selber aber nicht kaputt ist. Weil dann wäre es richtig blöd. Weil dann von BMW neu. 100 Euro mit Steuer. Ja, 100 Euro mit Steuer und da muss man berechnen. Dann kann man auch gleich das Gehäuse neu holen, weil du weißt auch nicht, wie das andere eingelaufen ist und. Und dann ist man gleich mal bei 200, 300 Euro. Der Graubus an sich kostet 70. Achso, dann geht's ja. Aber trotzdem, hätten wir das jetzt in der Werkstatt machen lassen, wären wir wahrscheinlich 1000 Euro los. Gut, dass man sowas auf Lager hat und das selber machen kann. Ist zwar weniger gefummelt, weil man oben die Halteschrauben des. Ja, du hast ja eh schon Videos. Ich verlinke es einfach da oben. Ja, du verlinkst bei Videos, wie wir es gemacht haben. Ja, so im Großen und Ganzen haben wir das dann jetzt halt heute früh gemacht. So, aber das war jetzt nur eine kleine Info, dass wir das gemacht haben. Dass gestern ein Scheißtag war. Genauso wie hier mit abgerissenen Schraube. Werden wir wahrscheinlich auch Video machen, wie wir es dann machen. Brauche ich auf jeden Fall ganz wichtig, viele scharfe Bohrer, beziehungsweise einen Schleifbock am besten gleich hier. Ja, das stimmt. Dass man sie schärfen kann und hoffen, dass die Schraube, weil es eine 10-9er Schraube, die ist ein bisschen härter als die normale, hoffen, dass man gescheit durchkommt. Ja. Ihr habt ja im gestrigen Video oder im letzten Video gesehen, welche kaputt ist, oder? Ja. Ja, gut. Glaub schon. Und wenn es auch wurscht. Seht ihr ja dann, wenn wir es ausbauen. Gut, jetzt haben wir das gemacht, ausgebaut. Okay, ich könnte jetzt erstmal das alles fertig machen, aber das ist jetzt halt erstmal blöd. Ich will jetzt erstmal hier soweit alles vorarbeiten, was ich da an Teilen habe. Also ich habe jetzt alle Hinterachsteile, aber nicht alles. Jetzt
wollt denn hier euch was zeigen, weil... Wir haben ja gesagt, dass er Strom zieht. Genau, das Problem, dass er Strom zieht. Ich schwitze auch schon, so, das ist ganz schön Warmheit. So, hab hier, eigentlich schon seit meiner Lehre, haben wir mal so eine Sammelbestellung in der Berufsschule gemacht. So eine Stromzange mit Multimeterfunktion. Hier kann ich zwei Kabel noch anstecken als Multimeterfunktion. War eigentlich die beste Investition, weil die habe ich quasi für 50% billiger bekommen, als richtig kostet. Ist von Boltcraft. Ist eigentlich eine recht gute Firma, muss ich sagen. Habe ich viel Erfahrung damit und eigentlich immer nur positive. Ja, hat halt zwei Stufen, also halt mehrere Stufen aus gleich Wechselstrom, Ohmmessungen und halt Widerstandmessungen, Temperatur messen kannst du sogar damit. Wenn du jetzt halt einen richtigen Adapter hättest, den habe ich aber leider nicht. Da müsste hier was gebrückt noch werden. Ist jetzt auch egal. Dann 40 Ampere Gleichstrom, 400 Ampere Gleichstrom, 40 Ampere Wechselstrom und 400 Ampere Gleichstrom. Kann man auch, sagen wir mal, was im Haus messen. Leute, liegt jetzt hier Strom an oder nicht? Oder Ampere in dem Sinn. Gut. So, jetzt wollte ich ja hier schauen, was hier Strom zieht. Habe die Batterie geladen. Habe sie ja hinten rangehängt, weil ist ja 6 Zylinder, hängt hinten. Mhm. Aber hinten bin ich jetzt so richtig ans Hauptpluskabel gekommen. Das kann ich jetzt mal zeigen. Weil, das sieht halt aus, aber das ist gut. Hier kommt halt einfach nicht hin. So, dann habe ich jetzt eins gemacht. Ich habe einfach mal die Batterie angekloppt. Den hier. So, und dann haben wir hier unten von Innenraum her die fette Pluskabel kommen auf den Überbrückungsanschluss und hier geht dann das Kabel rüber über den Kabelkanal Richtung erstens Motoranlasser und Lichtmaschine und dann einmal Sicherungskasten für die ganzen inneren elektrischen Bauteile. So, jetzt habe ich die einfach auf 40 Ampere Gleichstrom eingestellt, weil es sollten jetzt hier keine 400 Ampere drüber laufen. Dann habe ich das einfach hier drüber und dann sieht man, jetzt ist leider spiegelverkehrt oder Kopf über Kopf, laufen jetzt hat 4,28 Ampere. Das ist ja schon mal nicht normal, weil Ruhestrom eigentlich meistens nur höchstens 0,5 Ampere sind in so einem Kfz. Habe ich schon mal bei den anderen verglichen. Wenn man jetzt kein Vergleichsmodell hat, dann pflegt man halt mal Bekannten. Aber normalerweise ja. So, dann habe ich geguckt, okay, es könnte ja was im Innenraum sein, irgendwas. Da wäre dieses Kabel hier der weiterführende. Hier habe ich jetzt 0,1 Ampere, also sind 100 Milliampere. Das wäre jetzt in dem Effekt ja gar nichts. Das lasse ich mir eingehen, das ist Ruhestrom leichter. Wobei man jetzt auch bedenken muss, hinten ist die Heckklappe offen und das Licht brennt. Mhm. Muss man sagen, deswegen, das wird es jetzt wahrscheinlich sein. So, dann habe ich mir gedacht, das kann es nicht sein, weil so viel Strom läuft ja nicht. Dann bin ich hier auf das Motorkabel. Und was sehen wir hier? 3,9. Ampere. Dann habe ich mir gedacht, das kann nicht passen. Dann bin ich, jetzt zeige ich jetzt nicht, aber da unten bin ich dann auf dem, weil es könnte jetzt ein Licht, Anlasser sein, der da unten sitzt, oder Lichtmaschine, wo auf Kosserie durchlässt, also auf Masse. Habe ich natürlich hier unten auch noch aufgehalten, da komme ich jetzt bloß blöd hin, das war vorhin wegen Fummelarbeit. Da habe ich gesehen, aha, Strom läuft immer noch 3,5 Ampere an der Lichtmaschine. Das habe ich gemacht. Ich habe jetzt hier hinten die Mutter losgemacht vom Pluskabel. Also erstmal Masse abklemmen wir da hinten. Pluskabel von der Lichtmaschine abgemacht, weggehängt. Gemessen, fließt kein Strom mehr. Auch hier, ab hier nichts mehr. Also nur noch 0,4 vielleicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, habe ich es wieder rangehalten. Siehe da, wieder fast 4 Ampere. Also können wir jetzt in dem Sinn sagen, die Lichtmaschine lässt Strom durch. Also werde ich jetzt wahrscheinlich auch die Lichtmaschine tauschen dürfen. Ich hoffe bloß, dass hier alle Schrauben aufgehen. Die schauen vertrauenswürdig aus, sage ich mal. Ja. Schön verkleidet. Ja, zum Glück habe ich da hinten in der Ecke meinen Ramsch noch einen M50-Motor liegen. Da ist auch erst die Lichtmaschine gewechselt worden, obwohl sie eigentlich gar nicht kaputt war. Mhm. Aber ja, hier ist jetzt wirklich, so wie es aussieht, kaputt. Im Endeffekt kann ich einfach mal die Kabel nehmen, abschrauben von der Lichtmaschine, die andere daneben halten. Stimmt. Und dann ranmachen, wenn dann immer noch was wäre, dann wäre es wirklich kurios. Aber im Endeffekt weiß ich jetzt, die Lichtmaschine zieht Strom, wo sie nicht, aber eigentlich soll sie Strom geben statt nehmen. Weil hier ist irgendwas innen drin. Ja, innerlich irgendwelche Kohlen. Ja, jetzt tue ich aber erstmal wieder meine Batterie abklemmen, sonst ist sie gleich wieder leer. Die ist auch noch nicht hundertprozentig vollgeladen.
Die werde ich dann mal wieder ranstecken, dass er wieder voll lädt, weil mit dem kleinen Ladegerät, was wir haben, lädt die halt nicht so schnell. Mhm. In der Arbeit haben wir so einen Oschi für 200 Ampere Batterien. Die sind einen Tag vollgeladen, also da ist die in einem Vierteltag vollgeladen. Ja, das ist das jetzt zu dem Ganzen. Wird auch schon wieder, wie lange jetzt das Video war? Das ist egal. Jo, und jetzt halt wollen wir eigentlich heute schauen die Vorderachse. Dass wir die Vorderachse machen. Jetzt schauen wir mal, wie viel Uhr es ist. Keine Uhr drauf. ja, jetzt haben wir es auch schon wieder fast 2:30. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Vielleicht zumindest raus heute die Vorderachse. Vielleicht auch schon rein, weil rein geht dann eigentlich recht zügig. Mhm. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob wir mit dem Video jetzt die Achse rausmachen oder ich euch nur die Hiobsbotschaften zeige. Ja, gut, es ist machbar, aber es ist halt ärgerlich. Das haben wir nämlich vorher nicht gesehen. Ja, ich schwenk mal runter, dann seht ihr's. So. Hier. Ja. Also hier ist teigig. Ja, das mache ich sauber. Das soll eigentlich noch halten. Ja, hier der Vorbesitzer oder irgendeiner schon. Schneller wussten wir ja den. Ja, das wussten wir, das Stück, dass das zu machen ist. Ist halt jetzt blöd, dass es doch hier sich übergriffen hat. Das hat man nicht gesehen, weil ohne Scheiß die Ecke habe ich jetzt rausgemacht und hier ist viel, da war alles voll Dreck. Das ist halt einfach das bekannte Problem. Wie gesagt, wir werden das jetzt so machen, also ich zumindest, heute nicht mehr, aber morgen, werde ich hier einfach einen Schnitt machen. Vielleicht hier wegen schräg rüber, halt die ganzen Roststellen hier so rausschneiden, so schräg und hier gerade hoch. Dann hier rein. Also entweder ich mache das gleich mit neu, aber eigentlich. Das würde ich erstmal sauber machen. Erstmal sauber machen, ob noch viel Guthaben da ist. Und dann halt hier rausschneiden, dass das die schadhafte Stelle weg ist. Ja, und in den Zug, das mache ich eh morgen. Jetzt die Frage, ob wir das eh so filmen, weil im Endeffekt zeigen tun wir es schon mal mit. Also ich stelle schon mal die Kamera mit neben hin. Zumindest das rausschneiden. Beim Schweißen müsste eh wieder Blut dabei sein. Mhm. Dann halt hier, das mache ich morgen sowieso alles gleich in den Schweller hier unten. Alles Schadhafte rausschneiden. Mhm. Hinten ist zwar noch nicht schlimm, mache ich aber auch gleich die ganzen Gummipropfen raus, weil der auch im Winter bewegt wird. Drüben ist halt auch so wie hier, aber nicht ganz so schlimm. Da ist hier unten der Steg noch wenigstens da. Ist hier nur ein wenig ein Loch. Mache ich auch gleich anständig, weil dann habe ich eigentlich Schwellerbereich in Ordnung gebracht, den Bereich in Ordnung gebracht. Drüben ist hier üben. Das kann man mal zeigen. Sieht man das überhaupt so? Halt hier, das ist hier, hier der Steg steht noch, der Steg steht noch. Halt hier ist ein Loch jetzt. Halt. Das wird genauso gemacht wie drüben und hier oben halt das Loch. Das wird hier auch fein säuberlich rausgetrennt und Blech eingesetzt. Ja, was ich halt schon wusste beim Kauf ist diese Stelle. Ist auch so eine bekannte typische Stelle, wo sich der Dreck sammelt. Genauso wie hier. Da habe ich mir, sagen wir mal, vom Schlachter die Trümmer einfach großzügig ausgeschnitten. Da kann ich dann so wie ich es brauche, mir die Bleche einfach ausschneiden und einfach das rausschneiden und von hinten in Hand setzen. Werde ich hier Löcher durchbohren, Punkt schweißen und dann der Rest zumachen. Mhm. Also so mache ich das hier vorne hinten. Das, wie gesagt, das muss ich wieder bauen, regenerieren. Das ist jetzt nicht das Problem. Das mache ich auch. Ja. Was sollen wir sonst noch sagen? Ja, jetzt tun wir erstmal, haben wir euch erstmal die ganzen Hiobsbotschaften gezeigt, was noch so ist, was noch gemacht werden muss. Eigentlich wäre es schön gewesen, wenn es wirklich nur der Schweller gewesen wäre. Mein Gott, ist aber immer noch im Rahmen und 1000-mal besser als der Kompakt. Weil der Kompakt, der war ja unten wirklich tot. Der ist wenigstens unten unterbodentechnisch schön und nicht so Schlammrostbri wie, ja. Ja, genau. Was wir auch noch gemerkt haben, drüben der Stoßdämpfer, der läuft aus. Der ist schön schwarz. Sieht man daran, dass sich hier der ganze Dreck erstens dran setzt und hier oben sieht man es also auch total ölig. Hier. Ich weiß nicht, ob es im Video so rüberkommt. Ja, das ist jetzt nicht zu wild. Da hätte ich jetzt noch ein paar Stoßdämpfer. Zwar nicht von TH Technics, aber halt von AB. Die werden wahrscheinlich auch reinkommen, genauso wie hinten. Bin ich im Überlegen, ob ich auch das Fahrwerk von AP reinmache. Bloß das einzige Problem ist, die hinteren Federn müsste ich noch bestellen, die richtigen. Außer es hätte jemand für eine E36 Limousine AP-Federn für hinten noch.
Oder komplettes Fahrwerk. Oder komplettes Fahrwerk. Ja. Wäre eigentlich optimal. Ja. Im Endeffekt waren das jetzt eigentlich mal alle Hiobsbotschaften. Was noch kommt, wissen wir nicht. Ja, was noch kommt, wissen wir nicht. Vielleicht hat auch jemand ein günstiges Yom-Fahrwerk oder Jom, wie es man nennt. Ich nenne es Yom. Weil das könnte man auch neu machen. Ja, gucken wir mal. Hoffen wir mal, dass es jetzt hat die letzten Hiobs-Botschaften waren. Dass ich jetzt halt Vorderachse im Tausch, die Schweißarbeiten danach mache. Dann mache ich die Hinterachse. Zerlegen. Schick machen. Alles noch. Alles neu einbauen. Dann wären nämlich größten Sachen quasi fertig. Also wenn die Vorderachse dann fertig ist, die Schweißarbeiten fertig sind und die Hinterachse fertig ist, Bremsen aufmachen, das ist nicht die Schwierigkeit, das werden wir auch zeigen. Hm. Ja. Ja, dann machen wir einen kleinen Service am Motor, Differential eh gleich, wenn es ausgebaut ist, vielleicht Getriebeöl gleich mit neu, dann wird das alles mal neu, vielleicht Kühlerflüssigkeit neu, wer weiß, wie alt die für den Winter vor allem. Ja, für den Winter vor allem. Ja, wie gesagt, wir haben es jetzt Mitte September. Hm. Grob eineinhalb Monate habe ich jetzt noch Zeit. Dann muss er fertig sein, weil bis Oktober fahre ich mit meinem 2.8er, aber danach nicht mehr. Deswegen eineinhalb Monate sollte ich eigentlich schaffen. Immer mal jetzt halt nebenbei ein bisschen was machen. Das klappt schon. Das wird schon. Und dann haben wir eigentlich rein theoretisch wieder ein komplett durchrepariertes Kfz, wo ohne Probleme, also Bremsleitung und sowas kommt ja auch natürlich, wo ohne Probleme die nächsten zwei, ja mindestens vier Jahre ohne Probleme fährt, solange nichts Technisches dann kaputt geht. Weil karossentechnisch, achstechnisch sollte mindestens 4-5 Jahre halten alles. Oder länger. Ja Leute, ihr habt jetzt die Hiobsbotschaften gesehen. Oder mehr oder weniger die Mängel, was jetzt noch gekommen sind. Die Vorderachse mache ich jetzt separat nochmal ein extra Video, weil das wird dann in diesem Video wahrscheinlich zu lang. Ihr habt auch nette Kommentare geschrieben über das Low-Budget-Projekt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir das gestern Abend alles mal durchgelesen. Und einer hat uns irgendeinen Tipp gegeben, da müsste ich bloß mal kurz gucken. Irgendein Video hat einer was über den DAB-Radio gesagt, wir sollten uns doch so einen Adapter für den FM-Empfang holen. Der funktioniert genauso, weil die Scheibenantenne sieht hässlich aus. Dann haben viele auf jeden Fall das Low-Budget-Projekt für cool gefunden. Also ich sag mal so, die Kommentare und die Aufrufe sprechen ja dafür. Und was ich sagen muss, ich bedanke mich jetzt in diesem Video dafür. Vielleicht, bis das Video online kommt, haben wir vielleicht schon noch mehr Abonnenten dazu gewonnen. Ich muss ehrlich sagen, seit dieses Low-Budget-Projekt angefangen hat, habe ich 150 Abonnenten dazu gewonnen. Erstmal recht herzlichen Dank für die neu zuschauenden Abonnenten. Und ja, vielleicht wird es ja dieses Jahr doch noch da hinauslaufen, wo ich gedacht habe, dass ich Ende des Jahres da stehe, wo ich stehe. So, für dieses Video ist es dann jetzt erstmal vorbei. Ach so, die Anhängerkupplung haben wir abbekommen. Da war das Schloss gar nicht kaputt. Da war einfach nur, das war so eine Kappe drüber, sag ich mal so. Wir haben gedacht, da ist der Schlüssel abgebrochen, aber war nicht. Wir haben es mit WD-40 eingeweicht. Und dann mit einem Hammerschlag einmal drauf kaut und ab war's. Ja, auch gut. So, in dem Sinne, ja, das nächste Video oder wie auch immer, welches Video ich zuerst hochlade, seht ihr dann Vorderachse oder so. Also, in dem Sinne, fleißig abonnieren, kommentieren und natürlich ein fettes Like dazulassen. Und ich sage jetzt Servus, bleibt gut auch. Servus. Bis zum nächsten Video. Ciao.